Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Unreal Engine 4 bzw. 5. Heute gebe ich euch einen Einblick in die Welt der Kommentare, also wie Kommentare gesetzt werden. Kommentare sind äußerst wichtig, um Leuten, zum Beispiel wenn ihr ein Projekt habt und es ein paar Wochen später bearbeiten wollt, weiterarbeiten wollt, dann wollt ihr wissen, wie die Code-Schnipseln bzw. die einzelnen Blueprints, was die beinhalten, welche Funktionen was macht und damit ihr einen kleinen Überblick bekommt. Umso wichtiger sind auch Kommentare, wenn ihr euer Programm an einen anderen, an eine andere Person weitergibt, ja, damit diese Person auch weiß, worum es auch in dem Bereich der Blueprints oder dem Programm, dem Visual Scripting, wie man es auch in der Unreal Engine nennt, geht. So. Das wird ein kurzes Video, ist aber sehr wichtig beim organisierten Arbeiten. Also grundsätzlich ist es so, dass wir Kommentare mit dem Kürzel C setzen. Also in allen möglichen Blueprints, die ihr habt, da markiert ihr einen Bereich, links gedrückt halten und sagt zum Beispiel, ja, dann wollt ihr diesen Bereich zum Beispiel kommentieren. Dann lässt ihr los und drückt hier C, ja. Und dann erscheint hier eine Box. Die Box quasi umschließt diesen Bereich. Und dann könnt ihr hier sagen zum Beispiel Triggerbox setzt beide Schalter ja, auf True, ja? Auf True, ja? Zum Beispiel. Okay, dann weiß die Person oder ihr später sofort, um was es hier geht. Zum Beispiel hier, ja, das ist eigentlich relativ einfach, aber wenn ihr eine komplexe Struktur von Spielen habt, ist das umso wichtiger. Aber das ist halt nur Ansichtssache, nur zu verdeutlichen. So, hier zum Beispiel könnt ihr noch einen Kommentar setzen und sagen, hier Text wird gesetzt. Ja. Text Actor wird ja, gesetzt, ja. Punkt. So, eine weitere Möglichkeit, also ihr könnt auch die Kommentare weiterhin bearbeiten, indem ihr zum Beispiel hier oben rechts im Details Panel die Farbe ändert, ja, damit es noch ersichtlicher ist. Zum Beispiel könnt ihr sagen, eine bestimmte Sorte von Codes haben eine grüne Farbe, ja. Das ist je nachdem, wie ihr mögt. Eine andere Sorte hat eine schwarze Farbe. Ja. Und so könnt ihr euch gemeint. Oder und dann könnt ihr auch noch das alles ineinander verschachteln und sagen hier, ja, was können wir sagen? Triggerbox löst Aktion bla 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 aus. Ja, das könnt ihr je nach Belieben einsetzen. So. Irgendwann, wenn euer Code-Schnipsel so groß wird, dass ihr auch herauszoomen müsst, dann erkennt ihr auch nicht, was die einzelnen Bereiche überhaupt bedeuten. Dazu gibt es eine weitere Vereinfachung von der Unreal Engine, indem ihr hier auf das Kommentar klickt. Wenn es markiert ist, könnt ihr hier Show Bubble when zoomed auf True setzen, also quasi ja, anschalten. Und dann könnt ihr, wenn ihr rausscrollt, den Text problemlos lesen. Dann könnt ihr sagen, okay, hier oben ist etwas, was mich interessiert, was ich eigentlich gesucht habe. Dann könnt ihr ranzoomen und entsprechend alles ändern. Ja, genau. Dann könnt ihr hier eine Farbe setzen für Blau, ja, je nach Belieben. So, das könnt ihr in jedem anderen Blueprint machen. Das könnt ihr im normalen Blueprint, das ihr erstellt habt, haben. Das könnt ihr hier machen, in Level Blueprint. In Animation Blueprints, was wir uns später mal eventuell ansehen werden und allen anderen. Ja, so viel zu den Kommentaren. Danke nochmal für euer Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.